springen, hüpfen. Bewegung ist für die meisten von uns selbstverständlich und wird nicht viel hinterfragt. Erst wenn der Körper mal nicht funktioniert, fällt auf, wie viel von unserer Mobilität abhängt. Auf dem Karower Inklusionstag konnten Besucher am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Ja, ist halt ein völlig neues Gefühl für mich, weil ich normalerweise eigentlich immer so die Perspektive habe mit Rollstuhl. Man sieht sie im Straßenbild, aber man hat sie halt nie ausprobiert. Und man stellt plötzlich fest, wenn man diesen Parcours fährt, dass es auch recht beschwerlich ist, die Rollstühle zu bewegen, das wirklich zu lenken, zu koordinieren. Also eine völlig neue Erfahrung. Deutlich besser mit dem Rollstuhl zurecht kam Carstens Kumpel Oliver, der den Rollstuhl als Sportgerät begriff. Kein Wunder, schließlich ist er Trainer für Rollstuhlsport im Sportverein Pfefferwerk. Ja, der Vorteil von Sport und Bewegung ist natürlich, dass Menschen etwas gemeinsam machen. Ne? Spaß betont, Freude betont. Und das ist meine Erfahrung bei uns im Sportverein, dass wir viele Menschen mit Behinderung haben, ob das jetzt Rollifahrerinnen, Rollifahrer sind oder Menschen mit sogenannten geistiger Behinderung. Die Leute kommen zusammen, sie machen etwas gemeinsam, ein Spiel, eine Übung. Und dadurch werden natürlich auch Berührungsängste abgebaut, Barrieren in den Köpfen abgebaut. Und das finde ich eine wichtige Voraussetzung für Inklusion. Auf die Herausforderungen, die ein Alltag ohne Augenlicht mit sich bringt, machte Regina Vollbrecht aufmerksam. Die Berlinerin, die bis vergangenen Sonntag den Marathon-Weltrekord für blinde Frauen hielt, demonstrierte an ihrem Stand unter anderem eine Schreibmaschine für Blindenschrift. Oder man konnte per Brille erleben, was es bedeutet, wenn die Sehkraft eingeschränkt ist. Und so hast du alles ganz verschwommen. Sport ist für die Ausdauerathletin eine ideale Möglichkeit, Inklusion zu leben. Für mich ist es eher Teilhabe, gemeinsam mit sehenden Menschen an einem Lauf teilzunehmen und eigentlich zu zeigen, zu welchen Leistungen man als behinderter Mensch in der Lage ist und dadurch eben eine entsprechende Anerkennung auch zu erfahren. Das finde ich, sind für mich wichtige Bestandteile der Inklusion oder insbesondere des Laufsports. Sport wurde dann auch noch gemacht. Mit Thomas Kaupel vom Mitinitiator Karower Dachse als Laufbegleiter ging es für Regina Vollbrecht und ihre Laufgemeinschaft zum Abschluss noch auf die Strecke. Rolling, rolling, rolling on the wind.